Und damit auf eine neue Folge von Let's Play Pokémon. Strahlt der Diamant. In der letzten Folge haben wir die gute Frieda besiegt. Und wir werden jetzt Team Galactic heimzahlen. Ja, wir sind kurz vorm Finale. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Kämpfe. Beim See der Stärke. Und jetzt wollte ich ihm hier noch. Er hat noch Schaufler bekommen, oder nicht? Beibringen. Lichtkanone. Oh. Ich glaube besser als Stahldings hier, weil habe ich ja fast nicht eingesetzt. Ist doch perfekt. Geil. So, wo war jetzt Schaufler? Hier. Ist auch sinnvoll, weil dann braucht man keinen Fluchtseil mehr. Aus Höhlen kann man damit nämlich fliehen. Ja, machen wir das weg. Geil, und ich habe auch schon nachgeguckt, auf Level 42 erlernt der Drachenklaue. Das ist in zwei Leveln. Geil, also auf geht's. Bin hyped, vor allem weil ich vorher Mario Golf gezockt habe. Ich kann euch jetzt ankündigen, Let's Play wird folgen. Eventuell dann auch Online-Modus zusammen mit Jan. Aber da gibt es so viele neue Sachen, das ist einfach zu gut. Zu gut. Oh, der geht ja wirklich zur Neige, der Schutz. Na, jetzt will ich mal sehen, was ihr ja uns noch aufhalten wollt. Keine Chance. Naja, ja, ich wollte schon sagen. Kämpft ja nicht mal. Na ja, gut. Ah, damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic. Ah, was war das schon etwa alles? Deine Pokémon sind gar nicht so übel, aber du bist lächerlich. Naja, du kannst uns nicht aufhalten. Egal, wir gehen zurück. Ich trinke nebenbei übrigens Tee. Naja, geil. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns irgendwie genau gesehen. Naja, du wirst mich nicht aufhalten. Aber weißt du was? Ich kann trotzdem mal gegen dich kämpfen. Ah, nee, mache ich doch nicht, weil ich dumm bin. Naja, ich weiß, ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Es scheint zu leiden, Cell, für das Pokémon am See, aber ja, ich werde mich anstrengen, es geht ja nicht anders. Ich muss stärker werden. Dann sehen wir uns doch hier auch mal um. Ich glaube, beim anderen See ist es noch nicht ordentlich, also wieder so gut, weil die haben da Bombe gezündet. Aber das wird im Verlauf der Story wieder gesund werden, sag ich mal. Warte mal, hä? Hier ist nichts. Aha. Blizzard, das heißt bei der anderen ist irgendwie Donner wahrscheinlich. Ja, gibt's auch nichts mehr. Gut, das heißt. Ah, jetzt geht's ins Team Galactic Hauptquartier. Das gibt's ja auch noch. Stimmt, ja. Oh mein Gott. Ja, ihr seht ja auch, ich habe Lucario dabei. Kraxle? Ja, stimmt, ja, da können wir auch einiges machen. Lahmrauch. Oh, die ganzen Kraxlerstellen rauszusuchen. Wird auch lustig. Aber die Frage, wo sollen wir hin? Weil hier gibt es einen Eingang und da drüben auch. Ja, wo mache ich das? Ach, hier braucht man einen Schlüssel für. Und der fehlt natürlich. Wer hätte es gedacht? So. Ah, sieh mal, wen haben wir denn da? Ich wette, du erinnerst dich an mich, ne? Naja. Und jetzt willst du ernsthaft den Lagerschlüssel haben von mir? Ja, hier bekommst du. Was? Ja, Lagerschlüssel. Ich glaube, die Stelle ist crazy und die habe ich noch nie verstanden. Warum bekommt man das da von dem einfach so geschenkt? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da unten Pokémon auftauchen können. Ich glaube nicht.
Schlüsselloch abgebrochen, natürlich. Oh, Fensterstein, wenn man Kramschiff will. Hier. Hatte ich aber schon mal im Team. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? Und dann hier geht's weiter an der Stelle. Rüppel. Go bad. Komm, wir müssen noch durchhalten. Wir haben bald die gute Attacke. Ein bisschen noch. Ein bisschen. Ja, komm, was machst du? Darfst du? Grüße gehen übrigens auch an Nico. Dankeschön, dass ich bei dir meinen Kanal bewerben durfte. Ich hoffe, dass ein paar Leute einschalten und Abo dalassen wie ihr, die auch eh gerade zugucken. Wäre nice. Dann sehe ich ja, dass euch die Projekte gefallen. Feedback ist immer gut. Muss ja nicht Daumen hoch sein, aber Daumen runter geht auch. Kommentar. Und wenn es euch mehr als gut gefällt, gern auch ein Abo. Das hilft uns echt. Ihr fragt euch, warum man das immer wiederholt, aber das ist halt wirklich wichtig. Aber das wisst ihr bestimmt alles. Ach, hier braucht man ja auch noch einen Schlüssel. Aber hier muss ich dann wirklich zurückkommen, oder? Was ist das der Rückweg? Gab es dann ja auch eine Treppe irgendwo? Ja, da. Ja, ich mach das jetzt aus. Ich weiß nicht, hier gibt es keine Pokémon. Zink. Ja, ja. Ich mag die Team Galactic-Musik, also die, die ihr spielt. Die Kampfmusik ist auch okay, aber die finde ich nicht so gut. Pudax, Pudax. Ach, du bist doch auch Flug. Oder bist du Giftkäfer? Ah, du bist Giftkäfer. Nee. Ich meine, wenn Pokémon fliegt, dann ist das schon so, ja, kann doch sein. Guck mal, wie viel Doppelieb macht. Auf jeden Fall genug, würde ich sagen. Level up für Turtle und Peru. Blättersturm. Ja, Blättersturm ist ja eine Attacke, wo man dann irgendwann verwirrt wird. Verwirrt wird. Aber trotzdem. Ist stark. Bronzel hat Schwebe. Wie ist Drache dagegen? Drache ist nicht sehr effektiv. Alles klar, was? Was hat er jetzt gemacht? Warum hat er nicht getroffen? Oh Mann, guck ich einmal kurz nicht hin und dann wird man bestraft. Naja. Besiegt. Aha. Ach, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Hier ist nämlich nur dieser Nebenraum sozusagen. Und wir gehen gleich zum Hauptquartier. Zur Hauptzentrale. Was glaubst du, wer du bist? Kommst du reingelatscht und entweist unser Hauptquartier? Ja. Genau das tue ich. Und dann habt ihr immer noch einen Charmian. Das ist halt. An Beginn der Zeit habt ihr das. Und dann am Beginn der Zeit wird es sterben. Ja. So nicht anders. Besiegt. Ja, die Frage wäre geklärt. Ein Zier-Trainer bist du? Ja, der bin ich. So, wie war das jetzt mit dem Portern? Okay, das ist schon mal richtig ein Item.
Oh, Siedewasser. Ja, aber ich habe ja wie gesagt kein Wasser-Pokémon. Warum dauert denn die Animation so lange? Okay, gibt's keine Wahl. Das ist das, was ich... Nein. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Ja, hier geht's zurück. Okay. Ah, was fällt dir an? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Ortsnase sollst deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Ach so. Ah, Yves. Was soll das? Ja, Deborah. Ja, da haben wir aber auch schon gelernt, dass das nichts kann. Okay, sowieso, wenn es langsamer ist, erst recht nicht. Aha. Wir kommen dem Level immer näher. Und noch eins. Ja, gerne. Immer her damit. Immer her damit. Tja. Aber nix. Aber mit deinem Pokémon hatte ich nicht gerechnet. Tja, das war der Fehler. Man sollte mit allem rechnen. Kann ich ja trotzdem nicht aufmachen. Oh, eine Giftattacke. Oh. Fein. Aber es ist halt speziell und wir greifen. Wir greifen. Nicht speziell an. Gehschlüssel. Ist das der, den wir brauchen? Also jetzt nicht hierfür, sondern für das Hauptquartier, okay. Aber da ging es noch weiter. So. Du nämlich. Ja, ich stehe kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu einer meiner Tropen machen. Nein, musst du nicht. Genau, ich bin auch wieder verwirrt, weil die ja keinen Namen haben, die Rüpel. Tja, Nummer 5. Doppelhieb. Ein Wumpel, Alter. Das ist einfach... Das ist lächerlich. Besiegt. Pudogs, Pudogs. Reicht das jetzt? Ach, come on. Nein. Na, das schaffen wir schon noch. Das lösen wir gleich, diese Vergiftung. Ja, level up. Dragon und Chaka. Heilwurme. Nee. Das brauchen wir nicht. Panikon. Ja, von mir aus. Der hat ja noch keinen Gifttyp, oder? Ach, come on. Wenn es weitergeht, sterbe ich am Gift. Aber das reicht nicht. Okay. Dampfwalze. Geil. Das war mir zu knapp. So was aber. Besiegt. Ah, ich wünschte, dadurch ist es nicht passiert. Ja, hätte, wäre, wenn, gibt's nicht, Freund. Dafür ist es zu spät. So. Ach komm, hier Spezialität reingehauen und dann ab. Weiter geht's. Okay. Ah, manche Leute werden nie den Sinn in unserem Handeln verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso setzt du uns dann?
Naja, weil das nur das einzig Richtige ist, was man machen kann. Ihr seid so verblendet. Komm, wir setzen mal Schaufel ein. Guck mal, wie das abgeht. Treff, tot. Es ist halt einfach zu easy. Oh, das Level ist zum Greifen, ne? Ja, ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch an den Kampf an sich. Noch den Kampf an sich. Brauchst du auch nicht. Du brauchst das nicht. Steht hier eigentlich was? Die Welt gehört uns, ah ja. Ach, sie wollen auch kämpfen. Eindringling. Ach, das merkst du aber früher. Ich bin ein Eindringling. Ach so. Danke dafür, für die Info. Hätte ich noch nicht gewusst. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Wollen wir mal probieren? Komm, das reicht. Ich vertraue da Lucario voll und ganz. Vor allem, wenn man eine Stahlattacke macht. Die Aurasphäre, come on. Yeah. Gling, 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 gling. Skunkapu. Ja, da ist Dragon halt einfach die beste Wahl. Da machen wir es wieder wie eben. Ja, Schaufler, warum überlege ich überhaupt gerade? Was? Seit wann kann man denn das? Ich habe das noch nie verstanden, warum das geht. Bist du ein nerviges Vieh? Du bist noch nerviger. Kommt als nächstes. Du verfolgst mich, nachdem du schon im Grab bist? Nee. Das lassen wir bitte. Ja, Beere gegen Gift. Die guten Persif Beeren. Hier, Mumu-Milch und dann los geht's. Ich will Drachenklau bekommen. Oh, was geht hier ab? Zauberschein, es gibt hier eine Feenattacke. Das war aber hier nicht im Original. Oh, das kann keiner lernen. Ich kann hier glaube auch nicht raus. Also, ich kann hier schon raus, aber nicht mit Schaufler oder so. Aber das heißt, ich glaube, weil ich gerade sehe, wie viel Zeit wir noch haben, ist das die perfekte Länge, um noch auf diese eine Route zu gehen und den Kraxlerweg zu erkunden. Ja, das machen wir. So, lass mich mal ganz schnell durch. Ihr wisst ja noch, die Schneeroute vom Anfang, von einem der letzten Parts, wo man da oben auch hin konnte und da haben wir die, den Skiläufer gesehen und so. Es ist sinnvoll, sich nach Blizzard zu begeben. Und im nächsten Part, kann ich ja schon mal vorausgreifen, wenn wir in den Hauptteil des Galaktikgebäudes eindringen und werden da mal Ramazamba machen und werden mal zeigen hier, was ein Hake ist. Und dass die sich nicht einfach hier so benehmen können, als wären die hier Kleinkinder. Das geht nämlich nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich hier bin. Diese Klischees. Schutz ist ja aus. Schutz machen wir wieder an. Ich hoffe, die haben keine Eis-Pokémon. Werden wir rausfinden.
Der Weg ist kürzer, als durch den ganzen Tunnel da zu gehen, glaube ich. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber ihr wollt ja wissen, was man hier alles machen kann, deswegen zeige ich es euch. Sich nämlich im Eissturm verlaufen. Nein, Quatsch. Aber warum? Es ist genau wie Moor. Hier bleibt man zwar nicht stecken, aber hier wird man halt so langsam. Ich weiß immer noch nicht, ob man hier auch in diesem Schnee halt Pokémon treffen kann. Ich würde fast sagen, nein. Alles klar, hallo. So. Wir sind so gut wie da. Ach schön. Ich liebe es. Hallo. Ja, ich kann diese Kälte ab. Deswegen werde ich dich zerstören. Lieber Tizian, zeig doch mal. Ein Maschok, aha. Das ist natürlich einer der übrigen Verdächtigen. Ist natürlich nicht schneller als ich. Oh, oh, oh. Der kann Doppelhieb. Au. Oh. Ist ja egal, du bist langsamer als ich. Du wirst jetzt auch vom Schnee. Am Eis. Ist ja immer Schnee. Hakel. Schnee wäre nicht so, dass das mega weh tut. Nee, ich mache hier kein Risiko. Nicht, dass es dann doch nicht reicht, ganz knapp. Da habe ich absolut keinen Freund von. Level up für Scoreboot. Ja, wie bitte, das ist schon vorbei. Aus Ende. So sieht's aus, mein Freund. Aua. Tut mein Hinterkopf. Aua. Wart. Autsch. So, stehen blieben. Eigentlich wollte ich hier laufen. Naja, ich finde schon wieder die Spur. Warum ist eigentlich der Einzige, der so komisch hier rumslidet? Oder gibt es da später noch wen? Maurice! Er hat einen kleinen Stein, das ist gut. Solange er kein Robustheit hat. Ach komm, volle Kanne rein. Volle Breitseite. Ach man, dieser Hagel. Ja, wir bleiben. Egal. Du wirst jetzt zerstört. Oh nein. Hahaha. Ja, es reicht trotzdem. Tja. Wir sind halt die Übermacht. Ja, Georg schaffen wir auch. Hier, Haus weg. Nein, hat nein. Okay, das ist gut. Tja, du stirbst aber auch an Eis. Ja. Hier. Ah, da bringt die Robustheit auch nichts. Tja, kommt davon. Besiegt. Na, da habe ich mich wohl verkantet. Okay. Immer auf alle andere schieben. Natürlich, mein Freund. Ach, hier ist ja doch noch so jemand. Hopp, stopp. Hopp, stopp vor allem. Da, komm mal. Mit einer Roselia. Ist ja neutral. Aber ich glaube, neutral reicht mir. Ich hoffe, neutral reicht, um das zu besiegen. Aber wenn nicht, bin ich traurig. Dankeschön. Oh, das könnte fast reichen. Ne, da mache ich jetzt kein Risiko. Mann, ey.
Isu, Isu. Rosphäre. Die Lucario sich einfach kein Stück dabei bewegt. Was ist denn das? Ach man, schade. Darkmoor besiegt. Ah. Toll doch nicht. Ist alles gut. Mentalkraut. Ah, das ist noch ein Logo. KP Plus. Oder hallo? Stopp. Kannst du einfach weggehen? Axt oder was? Orgnes. Ja, ich bin die Orgnes und ich habe mich darauf, ja. Und ich will dich damit eigentlich nur nerven, weil da kannst du keine Bodenattacken einsetzen. Das stimmt. Und das ist nervig. Aber ich vertraue mal. Oh no. Okay, das geht schon. Nein. Öff. Ach, jetzt hält sich das alles so lang. Hallo, darf ich wieder? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ach, du musst natürlich auch ruckzucki ansetzen. Das ist natürlich das Einzige, was du machen kannst. Du komischer Vogel, ey. Yay. Drachenklau, Dankeschön. Dampfwalze weg erstmal. Drachenklaue behalten wir erstmal, weil das ist besser als Dampfwalze im Vergleich. Und dann nochmal bei beiden zwei Attacken. Sehr gut. Haben wir die doch noch bekommen. Ah, das Blatt hat sich gewendet. Das hat sich aber sowas von gewendet. Mein Gott. Eisstrahl sogar. Krass. Wenn euch der Part gefallen hat, schalten in der nächsten Folge wieder ein. Dann geht's ab zum Team Galactic Hauptquartier. Wir passen und Like da lassen. Bis dahin. Tschüss.